Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04. Es geht ins letzte Spiel der Champions League Gruppenphase. Wir treffen an der Anfield Road auf den FC Liverpool. Und da wir beide schon feststehend im Achtelfinale stehen, können wir heute etwas rotieren, habe ich angekündigt. Es geht zwar noch um Platz 1, aber ich weiß ja nicht, wie es hier bei FIFA so gehandhabt wird, ob da wirklich was alles bei rauskommen, also bei den Zulosen, als wenn wir Erster oder Zweiter werden, ob das einen Unterschied macht hier bei FIFA, ich weiß es nicht. Klar, wir versuchen auf Sieg zu spielen, aber trotzdem werden wir ein bisschen rotieren. Wir spielen heute mal wieder in Weiß, Liverpool spielt gewohnt in Rot und dann wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird heute im Tor stehen Fabian Giefer, hat er sich mal verdient, hat durfte lange nicht spielen. Dann wird Sydney Sam heute von Beginn an auflaufen für Jefferson Fafan. Für Hünte da läuft heute Kurani von Beginn an auf. Dann spielt heute, warte, wir wechseln, wir werden noch das System ein klein wenig umstellen. Und zwar auf die Standardformation des FC Schalke 04, das 4-2-3-1 System. Neustädter, na Sam natürlich rechts, wie gesagt. So, Draxler. Ja, für Draxler im Mittelfeld wird hier Jan Kirchhoff auflaufen auf der 6. Draxler kommt aber in den Kader, seine Form steigt ja auch an. Kommt für Fafan hinein in den Kader. Oh, mit lassen wir Goretzka auch noch spielen. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Choupo-Moting auf jeden Fall wird auch draußen sitzen heute. Dafür wird Goretzka auf links spielen. So, und dann wird noch in den Kader kommen. Diese Spiele wird natürlich auch Uschida für Höger. Für Scheer spielt heute Matip. Also wir werden komplett durchrotieren hier heute. Und für Aogo darf heute Sead Kolasinac ran. Und der... Und Aogo... Nee. Und dann kommt Christian Fuchs in den Kader für... Marco Höger. So, wenn wir so auflaufen, das wird ein ganz, ganz komisches System, aber... Ja gut, komisches System nicht, also ganz, ganz, Gott, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Nein, kein anderes System spielen wir nicht. Also das System ist ja bekannt hier von Schalke, aber... Ganz andere Aufstellung, ganz anderes Personal. Eigentlich nur mit Boateng, Neustädter... Und Hövedes haben wir so eine Achse, die so Stammspieler sind. Gut, Matip auch noch halbwegs Uschida. Also eigentlich haben wir keinen großen Qualitätsverlust. Wir können das trotzdem packen in Liverpool, da bin ich von überzeugt. Und auf geht's. Deswegen werden wir auch jetzt spielen natürlich. Ganz klar, auf geht's hier in die Partie. Und wir hören jetzt mit Kurani mal durch die Dinger dribbeln, wie wir mit Hünteler zuletzt hatten auch schon. Kurani, ja. Feines Füßchen beim Dribbling hat er doch. Und haben wir die 10.000 Punkte geknackt? Ich glaube ja. Jawohl. Mit Kurani schaffen wir es. Und wir setzen uns sogar an die Spitze hier. Wuhuhu. Silberlevel geschafft. Und deswegen auf geht's. Sechster Spieltag der Champions League Gruppenphase. Tolle Choreografie der Liverpooler Fans. Und da bin ich mal gespannt, wie die Stimmung hier sein wird. An der Anfield Road, wie gesagt. Liverpool momentan Erster mit 11 Punkten. Wir Zweiter mit 10 Punkten in der Gruppe. Da haben wir es nochmal sogar aufgelistet. Wir hören die Fans selbst zu Liverpool. Scheint kalt zu sein hier in Liverpool. Einige Schalker, unter anderem Kevin Kurani und Roman Neustädter, laufen mit Handschuhen auf. Goretzka, glaube ich, war es. Läuft mit Rollkragenpulli auf, also es ist frisch im 9. Dezember. Hier haben wir die Aufstellung Raute-System mit Halbposition, wie wir es bei Stuttgart gesehen haben, mit Henderson und Allen auf den Halbpositionen im Mittelfeld. Joey Allen macht den Spielmacher, Steven Gerrard auf der 6. Und dann Schalke, ungewohnt, klar. Hüntela, Draxler, Meier, Choupo-Moting, Fuchs, Scheer und Fährmann, das ist die Bank. Wir haben der Startelf, Giefer, Kolasinac, Hövedes, Matip, Uschida, Kirchhoff, Neustädter, Sam, Boateng, Goretzka, Kurani. Trotzdem eine starke Elf, die wir aufbieten können. Da haben wir Mario Balotelli. Ja, lange er mich schon. Und da haben wir Sydney Sell, wenn er wieder seine Chance von Beginn an bekommt. Da sind Kurani und Boateng, den Anstoß ausführen werden. Kurani heute erstmals von Beginn an bei Schalke, glaube ich, seit seiner Rückkehr. Ich glaube, vorher haben wir ihn noch nicht einmal in der Startelf eingesetzt. Immer noch als Joker gebracht. Heute kann er also von Beginn an zeigen.
wofür noch zum Stande ist. Kevin Kurani. 2 Champions-League-Tore in der Saison, 1 in der Bundesliga. Und dieses schöne Stadion, da wollte ich einfach mal dieses Feeling miterleben. Und auf geht's. Was für eine Stimmung hier in Anfield. Schalke im Ballbesitz. Matip. Sam. Und Kurani. Das ist Jan Kirchhoff. Nimmt außen Leon Goretzka mit. Goretzka zieht in den Strafraum. Goretzka, schöner Haken. Und jetzt muss der Abschluss kommen. Und der sitzt gleich. Leon Goretzka. Mit dem ersten Torschuss. Das Tor mit der allerersten Aktion. 5. Spielminute. Schalke führt mit der B11 1-0 gegen Liverpool. Schön gemacht von Leon Goretzka. Hier nochmal den Haken zieht. Und ein wunderbarer Abschluss ins lange Eck. Mignolet kommt da zu spät. Hätte, glaube ich, auch, wie es aussieht, gar nicht so richtig damit gerechnet, dass der Ball so hart aufs Tor kommt. So stark gezogen aufs Tor. Leon Goretzka, klasse Aktion. Und da kann er sich mal feiern lassen hier vor den Schalker, mitgereisten Schalker Fans. Sein erstes Champions-League-Tor. Und gleich mal ruhig in der Anfield Road. Lallana. Moreno. Alberto Moreno. Sam fälscht den Ball ab. Kirchhoff. Henderson erobert sich den Ball zurück. Wieder Lallana. Wieder Kirchhoff, der nachsetzt. Ah, schade. Kommt aber nicht ganz ran. Jetzt Liverpool. Joey Allen. Hövedes. Schmeißt sich dazwischen. Und Oshida. Klasse. Jetzt aber der erste Abschluss von Liverpool. Erster Torschuss. Noch von Fabian Gie vergütet. Tor vorne. Joey Henderson. Ne, Joey heißt ja gar nicht schon oder so. Bin mir nicht sicher, wie er heißt. Vorne. Abschluss. Fabian Gie. Boateng verlängert auf Kurani. Dann ist nochmal die Liverpooler Fans. Sam, klasse. Vorbei an Moreno. Sydney Sam, Moreno macht das gut. Den Haken hat er gerochen. Martip, gute Ballbearbeitung. Nehmen wir das. Kolasinac, lange keine Spielpraxis bekommen. Goretzka, Boateng muss Form suchen. Gute Verlagerung auf Außen, auf Uchida. Wird abgegrätscht von Glenn Johnson. Und Martip klärt zum Einwurf. Auch den holt sich nicht Martip. Aber Lallana kommt mit dem Ball nicht klar und deswegen hören wir das zurück zu Giefer. Goretzka, feines Füßchen bewiesen beim 1-0. Jan Kirchhoff, Kolasinac, Goretzka, Boateng. Ah, Pass abgeblockt. Mehr oder weniger Kopfing an bei Sam. Sturridge. Balotelli, klasse gestoppt von Hövedes, aber Sturridge setzt nach. Dennis Sturridge. Kirchhoff ist dran. Bleibt immer aber an Sturridge hängen und Girard spielt weiter. Henderson. Guter Pass auf Sturridge. Hövedes ist da, jetzt gibt es den Freistoß für die Engländer. Sturridge und Hövedes haben sich noch ein Wörtchen zu sagen und es gibt wieder die gelbe Karte für den Schalker Kapitän. Für Benny Hövedes. Ich kann es gar nicht fassen, warum. Hier die Grätsche. Doch, klar. Klare Karte. Sturridge macht erst weiter. Und Freistoß von Kapitän Steven Gerrard nimmt. Da kommt Balotelli hinzu, aber keine Gefahr für Fabian Giefer. Goretzka mit dem bulligen Kolasinac. Er zieht in die Mitte rein. Jetzt der Seitenwechsel auf Sydney Sam. Kurani, schön geholt den Kopfball. Uchida und das wieder Sydney Sam. Schöner Hackenpass. Uchida mit der Flanke. Da kommt Boateng an den Ball. Aber kommt leider nicht richtig zum Abschluss. Mit per Kopf. Und Konterchance Liverpool. Balotelli. Klasse mitgearbeitet von Roman Neustädter. Schalke in der Defensive stark. Bislang.
Goretzka, Kurani, Boateng mit Sam, aber da kann sich Johnson schnell drauf einstellen. Lallana gegen Matip und Kirchhoff zusammen holen sich den Ball. Lallana wieder gegen Kirchhoff mit weiter rauf. Matip, Kirchhoff lässt sich jetzt fallen und holt sich den Ball da hinten sehr gut raus. Klasse gemacht von Jan Kirchhoff. Hat das ganze Platz im Mittelfeld, spielt schnell zu machen. Jetzt kommt der Pass nach vorne da, aber ja, gut, den fängt Johnson vor Kurani ab. Ansonsten gute Defensivaktion da von Jan Kirchhoff. Schönes Füße bewiesen auch. Balotelli, Kolasin der Stadtfischen. Boateng. Und wieder Kirchhoff. Goretzka wieder auf außen ganz viel Platz, zieht wieder in die Mitte. Goretzka vorbei an Sacco und er macht nochmal das Gleiche. Leon Goretzka versucht es nochmal, zieht in die Mitte, den Abschluss suchen. Und das war auch wieder mal nicht schlecht gemacht. Diesmal verfehlt er das Tor aber knapp und schöne Flugeinlage von Mignolet. Und am Ende noch der Ball klar am Tor vorbei. Moreno. Henderson. Moreno. Und Uchida. Gute Balleroberung. Atsudo. Uchida. Da kommt Kirchhoff. Schade. Da sind alle Schalker zu weit nach rechts gelaufen. Sowohl Kurani als auch Boateng. Jetzt Sturridge. Matip ist dran. Matip macht das klasse. Matip. Die Schalker spielen da hinten Katze und Maus mit Liverpool. Beinschuss da noch, Lallana holt sich aber den Ball zurück gegen Kirchhoff, jetzt Sturridge, Lallana, Abschluss, Henderson und Giefer darf sich auch mal beweisen. Fabian Giefer im Schalker Kasten, ganz ganz sicher momentan hier und schöner Schuss von Henderson, kommt aber auch genau auf den Schalker Keeper. Aber es gibt immer die erste Ecke des Spiels, Steven Gerrard tritt an. Gibt es den Ausgleich hier kurz vor der Pause? Nah aufs Tor gezogen, kein Problem für Giefer. Und das war die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Schiedsrichter pfeift zum Pausentee. Da haben wir die mitgereisten Schalker Fans, die haben sich erstmal hingesetzt. Ja, jetzt gibt es nochmal einen kleinen Aufracker. Die Mannschaft feiern, zu feiern hier. Gute erste Halbzeit der Schalker. Trotz dieser vielen Umstellungen, die der Hansa-Fan da vorgenommen hat. Und sie führen Jürgen Frühstorff und Leon Goretzka mit 1:0. An der Liverpooler Anfield Road. So, jetzt darf sich Boateng ausruhen in der zweiten Halbzeit. Für ihn kommt Maxi Meyer in die Partie. Und auch für, wenn wir nochmal wechseln, und zwar Kirchhoff rückt in die Innenverteidigung. Für Hövedes wird dann Christian Fuchs in die Partie kommen. Müssen wir gucken, wie wir es umstellen jetzt hier. Jo, ich würde sagen, Fuchs, ne, Kolasinac, stellen wir auf die 6er-Position. Gucken wir mal nach hier. Steht da noch was? Na gut, Innenverteidigung kann er noch spielen. Könnte er noch spielen, aber nee. Wir lassen Kolasinac auf der 6. Was hat bei Fuchs noch? Ja, links. Ja, Außenbahn mehr. Ja, keine gute Flanken schlagen. Also Doppelwechsel. Meier und Fuchs. Neue Partie. Auch für Fuchs, glaube ich, nicht ganz der erste Saisoneinsatz. In der Champions League schon. Aber ich glaube, in der Liga haben wir ihn schon mal eingesetzt. Bin mir mal nicht ganz sicher. Auf geht's. Halbzeit 2. Skrittl. Bei Liverpool neues Spiel, wie es aussieht. Oder war überhaupt nicht Entscheidung getreten? Bin mir nicht sicher. Kolasinac. Gegen Henderson, Moreno. Kolasinac lässt sich da abwimmeln. Jetzt nochmal Moreno. Uchida dazwischen. Klasse Grätsche des Japaners. Uchida unterläuft. Henderson. Aber Matip mit einer ganz, ganz starken Aktion. Aber das muss Eckball geben. Wir haben nochmal den Schuss. Den Giefer stark pariert. Und wir hören Pfiff im Hintergrund. War ja gut, vor dem Schalker Block. Ich dachte, es gibt doch keine Ecke. Jetzt aber Gerrard auf den langen Pfosten. Kann geklärt werden. Und es ist Kurani da vorne. Kurani, schade. Kommt, schafft es nicht mehr, den Haken zu ziehen. Ich sag, und jetzt geahnt. Allen. Balotelli und Lallana. Neustädter dazwischen. Fans von Liverpool sind da. Neustädter Balleroberung. Kurani. Meier. Und Goretzka. Moreno. Blockt ihn ab, gibt einen Movement für Schalke, aber der Konter ist erstmal gestoppt.
Und damit das nächste Duell der Schalker. Zu Hause gegen den SFC Köln, auf gegen den Aufsteiger treten sie an. Und Liverpool wechselt jetzt. Philippe Coutinho kommt für Jordan Henderson. Eigentlich einer der besten noch, weiß ich nicht, wo oben der rausgenommen wird. Einwurf Schalke. Goretzka. Fuchs, gute Flanke, aber ein bisschen in den Rücken von Kurani, der ist schon ein bisschen weiter vorgedrungen. Sturridge, Martin kommt dazwischen. Balotelli. Kolasinac, klasse. Sidney Sam. Meier. Kurani, nochmal Sam. Sam mit dem Pass, das ist Kurani. Das ist 2-0 für Schalke. Da steht der Stürmer halt richtig, Kevin Kurani. Hier schauen wir, Sam sucht den Pass. Naja, gut, er glaubt, weiß nicht, ob er das so gewollt war, aber er zirkelt da den Ball mit links so aufs Tor fast Richtung Mignolet, der den mit dem Fuß abklatschen lässt. Und dann bitte steht Kurani völlig frei, nimmt ihn an, schiebt ihn ein. Ja, Mignolet, gut. Die Vorarbeit von Sam hätte schon verhindert werden können, aber den muss er sich ein bisschen halt mit ankreiden. Drittes Champions League-Tor für Kevin Kurani. Da trifft er ja, wie er will. Fast schon. Knappe Stunde gespielt, 2-0 für Schalke. Und Schalke, ob trotz dieser vielen Veränderungen in der Mannschaft, spielt das ganz, ganz klasse aus. Johnson. Sturridge, Neustädter, klasse. Nee, ganz klar. Warum sage ich da klasse? Nee. Das war ein ganz, ganz klares Foul. Sturridge, ja. Ein bisschen sauer natürlich. Geht da ein bisschen mit Neustädter in den Clinch. Und klar, da muss es die gelbe Karte von Neustädter geben. Bisschen unnötig. Gut, er wollte den Ball vielleicht abgerätschen. Hier sehen wir es nochmal. Kommt dann einen Tick zu spät und rauscht ihn da in die Beine. Gibt es hier eine kleine Auseinandersetzung? Ja, gut, gehört dazu zum Fußball. Im Hintergrund sehen wir die Fans des FC Liverpool. Ja, ein bisschen schockiert hier, wie es immer abläuft. Und es geht der Star. Mario Balotelli mit gesenktem Kopf geht er vom Feld. Es kommt Raheem Sterling. Englisches Nachwuchstalent. Balotelli hat nicht viel gebracht. Freistoß Moreno. Langen Pfosten. Da kommt Matip an den Kopfball nicht ran, sondern eher ein Stürmer von Liverpool. Aber Fabian Giefer fängt am Ende den Ball ganz locker ab. Uschida jetzt. Neustädter versucht wieder Sidney Sam. Schöner Haken von Sam. Neustädter. Ah, Coutinho. Setzt sich da durch im Zweikampf. Allen. Kolasinac. Gut. Goretzka. Ah, kommt da nicht vor Mignolet ran. War auch abseits. Und jetzt wird es den letzten Wechsel bei Schalke geben. Roman Neustädter wird die Partie verlassen. Wird das Feld verlassen. Und für ihn. Oh Gott, ja. Haben wir noch einen Defensiven? Ja, für ihn kommt Julian Draxler in die Partie. Der wird dann auf die linke Seite gehen. Und Goretzka macht das dann im zentralen Mittelfeld. Goretzka soll mehr links. Kolasin, na gut, nee, Kolasin ist ja linkslastig. Weil er linksfuß ist. Und da geht das Goretzka. Mal. Ja, war abseits. Richtig entschieden. Da kommt der Wechsel. Neustädter geht. Draxler kommt. Soll ich noch ein bisschen Form holen, der Junge. Und so gut war seine Form zuletzt ja auch nicht. Klar, gutes Tor jetzt, schönes Tor erzielt gegen Stuttgart, aber muss natürlich ein bisschen mehr noch kommen. Sam fängt den Freistoß ab. Moreno. Moreno macht ein gutes Spiel dort auf Außen. Das ist Sterling. Sterling, Sidney Sam. Sidney Sam macht das super und schickt jetzt Uschida auf die Reise. Der ist jetzt gar nicht. Der lässt da ganz viel Platz auf der rechten Seite. Denn Moreno ist ja aufgerückt, der Außenverteidiger. Atsudo Uchida. Dringt in den Strafraum ein. Kurani legt nochmal ab zurück. Goretzka. Kolasinac. Mit dem schwachen Recht. Ja, das war ein bisschen zu viel Klein-Klein von Schalke. Kolasinac mit rechts. Das kann natürlich nicht so gut gehen. Ja, trifft den Ball. Nicht perfekt. Fast. Ja, sieht man nicht, wie weit es am Tor vorbeigegangen ist. Denn die Kamera war da noch ein bisschen über dem Tor. Und jetzt Mignolet mit dem Abstoß kurz raus auf Johnson, der den Leitmann wieder getauscht hat mit Moreno. Glenn Johnson nochmal zurück auf Mignolet. Fast kriegt Kurani den Fuß dazwischen. Meier kriegt aber den Fuß auch dazwischen. Coutinho stört ihn aber.
Felipe Coutinho, nochmal zurück auf Mignolet. Der bolzt das Ding blind nach vorn. Draxler kommt nicht ran. Sterling gegen Kurani. Und Fuchs. Kolasinac, Ballverlust, holt ihn sich aber wieder. Spielt den Außenpass auf Sam. Uchida. Uchida, wieder ist Moreno da. Oh, Fuchs, der hat noch gar nichts richtig was gebracht. Lässt sich da umlaufen von Sterling. Von den kleinen Sterling. Fuchs muss hin, grätsch ins Leere. Zurückgelegt auf Allen. Allen und Giefer. Nochmal mit einer schönen Parade. Fabian Giefer. Reißt da die Hände hoch. Meine Güte, der glaube ich sonst genau unter der Latte gesessen. Und der letzte Wechsel bei Liverpool. Fabio Borini, zusätzlicher Stürmer, kommt. Für. Ja, die Anzeige war ein bisschen schnell weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das ist. Die 20. Nehmen wir die 20. Ach, Lallana geht. Okay. Joe Girard nochmal mit der Ecke. Wieder sehr nah auch aufs Tor gezogen. Diesmal bleibt aber Giefer im Kasten. Aber jetzt ist Fuchs mal dran. Kann er jetzt mal ein bisschen Tempo machen über die Linksaußen? Christian Fuchs, seine erste richtige Aktion hier. Lupft den Ball in den Lauf von Seat. Kolasinac, der Abschluss aber eher schwach. Trifft den Ball nicht richtig. Braucht schon ein bisschen Kraft, schon weg vom Lauf. Matip, Kopfballsieger. Goretzka. Sam. Wird zwar abgegrätscht, aber Vorteil für Schalke. Sydney Sam. Seitenwechsel auf Julian Draxler. Der kommt. Wunderbar. Draxler. Draxler zieht ab und Mignolet darf nochmal halten. Gibt nochmal Einwurf für Schalke. Und da haben wir Kevin Kurani. 32 Jahre jung. Stürmer. 3 Champions League Tore in dieser Saison. So, können wir den. Nee, den Einwerfer können wir leider nicht wechseln. Schade. Ich hätte gerne auf Fuchs gestellt. Aber gut, dann kommt Sam halt. Flankt ihn nochmal rein. Auf Draxler auf die langen Pfosten. Jetzt kommt Fuchs nochmal. Kommt er nochmal an den Ball? Christian Fuchs? Ja, kommt er. Flankt auch nochmal auf Meier. Mignolet ist draußen. Und den kriegt Sturridge nicht mehr. Ist auch egal, denn der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. 2:0 gewinnt der FC Schalke 04 gegen den FC Liverpool. Die hatten zwar ganz gute Chancen, aber am Ende geht der Sieg für Schalke verdient. Die spielen das souveräner aus, trotz vieler Wechsel in der Formation. Schalke also hat bewiesen, dass sie richtig gut drin sind in der Saison, dass sie auf den einen sehr guten Weg sind, die Schalke. Und damit verdienter Gruppensieger. Jawohl, Leute. Bester Mann heute Leon Goretzka. Hat eine starke Partie gemacht, sowohl auf Außen als auch in der Mitte. Auch Sam war nicht schlecht. Meier, das war mir ein bisschen wenig, was er gezeigt hat, aber der kam auch nicht wirklich viel zum Einsatz. Draxler, ja gut, der hat eigentlich noch weniger gezeigt als Meier, von daher verstehe ich die Bewertung jetzt nicht unbedingt. Giefer, bester Mann, hat ein paar gute Paraden gezeigt, sehr schön. Goretzka, bester Feldspieler, Giefer, bester Spieler allgemein. So, was sagt Joel Matip? Danke. Kurz bedanken, dass sie mir vertrauen, mich so oft in mich setzen. Okay, ja. Geht gegen Köln weiter. Und wie das weitergeht, Leute, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Nachdem wir die Genderspieltermin Schalke gegen Leverkusen wurde ein paar Wochen verschoben. Okay, Turnierpreisgeld 11,8 Millionen haben wir gewonnen. Oh Gott, oh Gott. Kahn Eihahn. Wir rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Kurani, ich habe momentan viel Spaß am Fußball und ich habe gut gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt, dass ich derzeit nur für die Ersatzbank eingeteilt bin. Ja, er möchte auch gerne mal in der Bundesliga in die Startelf. Das ist natürlich verständlich. Mal gucken, wie wir das machen, wie wir das handhaben werden. Gehen den Aufsteiger aus Köln. Wir können mal gucken, wo die momentan stehen. Vorletzter Platz. Ja, mal gucken. Vielleicht werden wir da auch ein bisschen rotieren. Wir werden es sehen. Das werden wir beim nächsten Mal sehen, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.